Zu Besuch in der Heimat. Peter Hardenacke ist gebürtiger Dortmunder. Der Sky-Moderator hilft beim Aufbau von 2 Fußballcamps für Kinder und Jugendliche im Libanon. Unterstützt wird er dabei auch von Borussia Dortmund. Geboren ist das Ganze im September, Oktober letzten Jahres. Da war ich das erste Mal da und habe mich so ein bisschen auf die Spuren geheftet vom Goethe-Institut, die sehr viel soziale Arbeit machen in Beirut, im Libanon selbst. Ein Land, was sehr gebeutelt ist durch Bürgerkriege, durch den Krieg auch in Syrien. Syrien grenzt direkt an. Da gibt es also einiges zu tun. Und ich hatte damals die Idee, zu sagen, ich will auch irgendwas machen. Ich arbeite da mit einer NGO zusammen, die heißt Fingerprint of Change, die sehr viel auch machen fürs Goethe-Institut. Und habe mit denen damals schon so eine Idee entwickelt, mein Gott, wir könnten eigentlich was für Kinder machen. Ein Fußballcamp, weil ich eben aus dem Bereich des Fußballs komme und das eben nicht so weit weg war von dem, was ich mir vorstellen konnte. Und der BVB netterweise hat mich unterstützt bei der ganzen Geschichte, als ich nämlich auf den BVB zugegangen bin und gesagt habe, ich habe dieses Projekt vor und wie wäre es, wenn wir das Ganze irgendwie in schwarz-gelben Farben laufen lassen, hat der BVB mir direkt die Unterstützung zugesagt, damals von der BVB-Stiftung. Marco Rühmann war damals mein Ansprechpartner und der hat gesagt, wir machen das und deswegen ist heute der Tag da, wo ich gesagt habe, okay, ich komme vorbei, hol mir die Shirts ab und so können wir jetzt zumindest für ein komplettes Camp, nämlich in Shatila, haben wir jetzt die Kinder dann in schwarz-gelb, werden wir die dann auflaufen lassen.